In den letzten beiden Wochen war meine Hauptaufgabe hier im Garten, die Jungpflanzen zu setzen und die dann auch dementsprechend vor den Schnecken zu schützen. Da habe ich sie in meiner Nacht zum Beispiel abgesammelt. Das ist eine Heidenarbeit. Mache ich jetzt immer noch ein bisschen in den Beeten unter Mulch zu schauen, damit die Pflanzen mir nicht zu stark die Jungpflanzen aufknabbern. Und ich habe eigentlich sehr viel zu tun jetzt immer noch. Bei den ganzen Regen kann ich auch schon wieder im Schrebergarten zum Beispiel mähen. Da ist der Rasen auch schon wieder sehr groß. Aber bevor ich jetzt weiter die nächsten Woche mache, möchte ich euch einfach mal so ein kleines Update geben, was ich jetzt gerade ausgepflanzt habe und welche Aufgaben noch für mich bevorstehen. Fangen wir jetzt erstmal hier im Folientunnel an. Ich habe meine Tomaten ja schon Mitte April rausgesetzt, wie jedes Jahr eigentlich. Und da ist es mir dann noch passiert, dass ich an einem Tag, haben sie keinen Frost angesagt, aber es ist aber Frost gekommen. Deswegen habe ich den Tunnel nicht so sauber außen die Folie runtergetan zur Isolation und auch kein Vlies dran gemacht. Deswegen sind sie mir auch alle mal abgefroren. Aber jetzt, nachdem es ja gar keine Eisheiligen gibt, in dem Jahr, beziehungsweise auch die schon vorbei sind und ich meine Tomaten regelmäßig gegossen habe, dann hier jetzt auch bei der Wärme, ich schwitze gerade wie die Sau, dann sind die auch ziemlich gut jetzt rangewachsen, beginnen auch schon mit ihren ersten Blüten, schon die ersten Fruchtansätze, dass ich dann auch vielleicht schon im Juli oder Mitte Juli die ersten Früchte haben kann. Hier, das ist jetzt Kurkuma, glaube ich, der wild aufgegangen ist, ist wahrscheinlich durch meinen Bokashi damit reingekommen. Nehme ich sehr gerne, vor allem weil der eher Schatten mag, ist ein Flachwurzler, Tomaten sind Tiefwurzler und aufgrund der Höhe, die ich dann, weil ich sie aufbinde, profitiert auch der Kurkuma auch dann davon. Deswegen lasse ich ihn auch drin, hier auch überall Knoblauch geht hier wild auf. Ich habe jetzt auch noch hier an den Seiten dann Jungpflanzen von Zwiebeln mit reingesetzt hinter die Tomaten. Auch einfach ja, als kleiner Schutz auch gegen vor der Braunfäule habe ich dann mit angezogen und wollte ich die dann reinsetzen. Habe es auch ein bisschen für die Schneckenablenkung dann auch genutzt, damit die Tomaten sich ein bisschen besser vorbereiten können, beziehungsweise nicht so stark angefressen werden. Hier zum Beispiel, der legt sich jetzt schon hin. Ich muss dann anfangen, die Tomaten aufzuleiten. Das ist dann auch wieder eine Heidenarbeit bei den 130 Tomatenpflanzen hier jetzt drinnen ungefähr, die an den Tomatenhaken mit raufzusetzen, damit die sich nicht so hinlegen. Weil sie auch dann auch schauen mit dem Ausgeizen. Muss man auch schauen, dass ich will die eintriebig ziehen, nicht mehrtriebig. Muss ich dann auch mal ein bisschen auslichten, damit die da nicht so viel Kraft da reinstecken, sondern mehr in Eintrieb und dann in die Früchte. Hier habe ich jetzt auch die ganzen Paprika und Chilis von mir mit rausgesetzt. Da hinten auch eine Aubergine. Und da ist auch ein bisschen das Problem mit den Schnecken, weil die halt unter dem Mulchmaterial ist. Dann schaue ich halt auch die ganze Zeit drunter. Deswegen auch die ganzen Plastiktüten, um die halt abzudecken. Da hinten Mangold, der auch wild aufgegangen ist von den letzten Jahren. Die werde ich dann auch nach und nach abernten. Genau, hier geht auch noch ein Mangold wieder auf. Ich glaube, hier die Wurzel werde ich dann nochmal rausmachen. Die gehen jetzt dann in die Samen, werden die dann bilden. Hier meine eine Zucchini, die ich mit reingesetzt habe. Die ist jetzt auch nicht angefressen von den Schnecken, oder? Ne, habe ich einfach mal jetzt zum Spaß mit reingesetzt. Der wird auch dann von außen dann das Wasser mit abziehen, beziehungsweise sich auch da das holen. Hier, wenn wir dann weitergehen, habe ich jetzt meine Gurken auch schon reingesetzt. Schnecken haben jetzt auch da weniger Interesse schon mehr, weil ich die schon seit 2 Wochen drin habe. Habe die Bambusstäbe hier einfach als Markierung, damit ich weiß, wo die Gurken sind, damit ich, wenn ich sie dann alle 2 Tage gieße, weiß, wo die sind, dann muss ich nicht so viel Wasser verwenden. Und ich mache es halt deswegen alle 2 Tage, wenn sie Früchte bilden, damit die halt schöne saftige Früchte bilden und dass die halt nicht bitter werden. Es kommt halt sehr schnell bei der Gurke, die ist ja die Diva. Nicht zu viel Wasser, aber auch nicht zu wenig.
hier auch immer zwischendrin Kurkuma und Ingwer. Wie gesagt, die mögen es etwas schattiger und die Gurken, wenn die dann ihre großen Blätter bilden, geben halt dann diesen Schatten für die Pflanzen. Deswegen habe ich sie jetzt dieses Jahr mal hier zwischen mit reingesetzt. Hier vorne, da ist jetzt der Wintersalat, der geht ja jetzt auch schon mal ein bisschen in die Blüte. Und da muss ich den auch mal schauen, dass ich den rechtzeitig abernte. Ich habe nämlich sehr viel Salat. Im Eingangsbereich habe ich dann noch ein paar Süßkartoffeln in den Kübeln reingesetzt, immer bei so einem großen Kübel zwei Stück, habe ich öfters gemacht. Ich habe jetzt ungefähr acht Pflanzen in vier Kübeln reingesetzt. Ich habe noch drei Stück, werde ich mir da nochmal schauen, wo ich sie auch wieder in den Kübel mit reinsetze. Falls es zu frühzeitigen Frost kommt, dann kann ich sie irgendwo wegtragen. Die sind jetzt auch ziemlich gut rangewachsen. Hier den Salat werde ich auch bald ernten, der geht nämlich auch in die Blüte wegen der Hitze hier drin. Der Rosenkohl, der blüht gerade schön, lockt ein bisschen die Wildbienen mit hier ran, genauso wie der Grünkohl. Und hier habe ich dann nochmal so eine Mischung aus Auberginen und auch wieder Paprika und Chilis hier überall mit reingesetzt. Hier hinten, da habe ich noch Steckzwiebeln reingesetzt vom letzten Jahr. Da muss ich auch ein bisschen schauen mit der Ackerwinde, die nervt schon ziemlich stark. Tue ich sie immer ein bisschen rauszupfen, damit sie halt nicht so viel von den Pflanzen verdeckt. Hier auch, wenn ich dann hier weitergehe, auch ein bisschen Salat. Muss ich auch wieder ein bisschen was ernten, weil der auch schon anfängt zu schießen. Muss ich schauen, wer unbedingt Salat haben möchte. Und hier Melone. Melone. Und hier habe ich jetzt dann überall den ganzen Weg hier durch. Habe noch keine Stäbe gemacht, aber hier über Zuckermelonen und Wassermelonen, habe da noch einige fürs Hochbeet, aber später dazu mehr. Und die schütze ich jetzt auch die ganze Zeit vor den Schnecken. Ich werde sie jetzt noch mal ein bisschen angießen, ist ein bisschen zu warm für sie. Ja, sehr schöne Pflanzen, alles schön vorgezogen. Ich freue mich dann auf diese diesjährige Melonenernte. Ist immer wieder ein Traum, eigene Melonen anzubauen. Ich brauche immer zwischendurch Pflücksalat, ganz normaler Wintersalat. Ist jetzt einfach viel zu warm auch für den Salat hier drin. Deswegen fange ich jetzt auch an zu schießen. Ich habe da auch schon, wenn sie dann anfangen in die Blüte zu gehen, einfach wegmachen, weil sie sonst meine Melonen stören. Und hier haben wir einen Waldameisenhaufen. Die sind unterirdisch, ziemlich tief. Kannst du vielleicht hier ein bisschen sehen, wie sie rumkrabbeln. Sind, wie ich finde, jetzt Nützlinge Ameise im Garten, weil sie halt auch Pilze ansiedeln und auch die, Bodenlebewesen, Käfer und alles auch mitfressen, also andere Schädlinge bekämpfen, wenn sie halt jetzt nicht Läuse mit transportieren. Und was halt sehr interessant ist, wenn man da wie ich jetzt, ich muss ja hier durchlaufen, weil sie ja ihr Baum mitten auf dem Weg gemacht haben, dass ich da auch mal meine Schnecke als Experiment dahin geworfen habe, als sie so in Rage waren, und dann haben sie die angefangen zu töten. Also das ist schon sehr interessant, was sie dann auch machen. Also ich denke, die bringen dann die Schnecken um und versuchen sie dann irgendwie zu verspeisen oder irgendwie so, keine Ahnung, was die machen, weil die sind dann immer alle weg. Aber sehr interessant, was das dann, ja, wenn die Ameisen in Aufruhr sind und ich eigentlich ihr Bau kaputt gemacht habe, denken, das wäre dann die Schnecke gewesen. Aber so viel dazu zu meinem kleinen Eigenexperiment. Dann, wenn ich hier rausgehe, da habe ich jetzt auch schon angefangen, in die Kübel was zu bepflanzen. Einmal eine Zucchini mit zwei Bohnen, ein Blumenkohl zur Testweise. Mal schauen, wie das so wird, ob sie sich gegenseitig stören. Hier geht auch jetzt schon der Schnittlauch in die Blüte. Auch wunderschön für die Wildbienen, dass sie so mit Absicht blühen. Hier ein paar Erdbeeren. Und Johannisbeeren auch hier, die biete ich natürlich zum Verkauf an, also wer Interesse hat, ich habe genug schwarze Johannisbeere und Erdbeeren, kann sich gerne bei mir melden unter der E-Mail-Adresse bzw. auf meiner Webseite, die ich euch einblende, da gibt es ein entsprechendes Kontaktformular. Hier auch habe ich da jetzt nochmal drei Feuerbohnen, Stangenbohnen mit einer Zucchini mit reingesetzt,
als Mischkultur. Wollte ich auch dieses Jahr im Topf einfach ausprobieren. Und sonst hat letzten Samstag mein Vater den Rasen gemäht, aber es gab hier auch Inkanatklee, den habe ich dann vorhin abgefilmt. Hier ist jetzt zum Beispiel einer Klee, der dann rote Böller dann bildet und ein guter Stickstofffixierer. Und die Fläche hat dann mein Vater stehen lassen, weil hier überall Wintererbsen aufgehen. Also normalerweise war die Wintererbse immer hier. Da hat sie sich immer wild ausgesämt. Es ist immer sehr lustig, wenn man die Sachen, zum Beispiel auch Salate, wild aussamen lässt, dass dann die, beziehungsweise blühen lässt, dass sie sich überall mit aussehen und ich eigentlich nur noch Salat pikieren muss. Ich hatte zum Beispiel bei mir auch im Kompost in den Töpfen bei den Jungpflanzen, konnte ich auch immer Salat und Sonnenblumen pikieren. Da musste ich gar nichts mehr viel machen, weil da immer mit aufgegangen sind. Und jetzt hier überall sind hier Wintererbsen mit aufgegangen. Ich habe noch Tomatenstäbe, werde ich da einfach reinstecken und dann schauen, was daraus wird, wie gut sie dann auch wachsen. Die Fläche bleibt jetzt auch ungemäht, da hat man ein bisschen Gänseblümchen und auch ein bisschen Klee für die Wildbienen auch dann später. Hier jetzt zum Beispiel in der vordersten Reihe ein bisschen Kohlpflanzen, Palmkohl, Rosenkohl. Und hier habe ich jetzt auch angefangen, Zucchinis zu setzen, neben den Tagetissen als Schneckenablenkung. Bis jetzt geht es ihnen auch recht gut. Hier die Felsenbirne zum Beispiel, die hat jetzt auch angefangen zu blühen, bildet auch kleine Früchtchen. Freue ich mich dann auch schon mal sehr, wenn die kleinen Bärchen da zum Naschen sind. Hier auch Beinwell. Eine sehr gute Pflanze, bildet eine sehr gute Pfahlwurzel. Habe ich einfach deswegen da reingesetzt, um Beikraut zu unterdrücken. Und die bildet natürlich auch, fördert die Humusbildung. Bringt halt, ja, geht einfach in tiefere Schichten vor, bildet großes Blattwerk. Ist auch eine gute Schneckenablenkung und bildet auch sehr schöne Blüten für die Wildbienen, die Insekten. Und hier vorne habe ich dann ein paar Kartoffeln mit reingesetzt, die übrig geblieben sind. Da habe ich auch hier ins Hochbeet Kartoffeln reingesetzt. Und die werden jetzt so ein bisschen, da gibt es jetzt so eine kleine Konkurrenz zwischen Radieschen und Kartoffeln. Da sind die Radieschen doch nicht so schnell gekommen. Hier werde ich dann auch mal schauen, weil ich so viele Melonen habe, dass ich dann hier Melonen reinsetzen werde später. Habe aber jetzt hier überall Radieschen und die jetzt auch schon erntereif zum Beispiel sind. Schöne Kugel. Und hier habe ich jetzt auch überall Pflücksalat zum Beispiel. Und ja, da werde ich dann hier später, nachdem die Salate weg sind, hier Melonen mit reinsetzen. Hier genauso. Ich habe, wie gesagt, eine Menge Salate. Hier alles voll im Hochbeet. Eigentlich so ziemlich alle meine Hochbeete sind jetzt gerade voll mit den Salaten. Hier auch Pflücksalat, roter Sommersalat, Kopfsalat. Wie gesagt, die sind mir alle wild aufgegangen in Aufzuchttöpfen. Ja, deswegen habe ich es gleich mitgenommen. Hier habe ich jetzt auch schon angefangen, die Feuerbohnen ans Spalier mit auszusetzen. Haben auch ziemlich gut die Schnecken überstanden. Hier vorne Petersilie, die jetzt auch schon sehr buschig geworden ist. Freut mich auch immer sehr, da kann man immer was zusätzlich ernten. Hier auch Sonnenblumen lasse ich hier einfach wild aufgehen, weil da ist eine Traube. Die lasse ich einfach so wachsen. Da habe ich jetzt kein Problem oder keine Muße dafür. Hier jetzt auch der Pflücksalat, der auch in die Blüte gehen möchte. Und hier auch die Feuerbohnen hier drinnen. Da muss ich jetzt auch mal schauen, dass sie, wenn ich die Feuerbohnen hier wachsen lassen möchte. Hier ist eine und ich hatte hier noch eine und hier ist eine, dass die dann rechtzeitig da raufklettern, damit sie dann hier oben das belegen können. Die Sonnenblumen lasse ich einfach da für die Bienen. Hier ist eine glatte Petersilie, das da vorne war eine Krause. Die werden auch schön buschig, kann man auch ein schönes Pesto zum Beispiel draus machen. Und dann auch hier wieder Feuerbohnen rausgesetzt. Hier Kartoffeln, die wild aufgehen, Zucchini. Auch mal einfach in diesem Kübel reingesetzt, weil ich hatte hier letztes Jahr Tomaten, sind jetzt nicht so gut geworden. Und wenn ich dann weitergehe, sind wir wieder am Anfang vom Tunnel. Hier noch ein bisschen Kohlpflanzen, die ich hier reingesetzt habe.
und hinterm Tunnel hier auch überall, auch hier nochmal ein Beinwell und hier nochmal Sonnenblumen in die Ecke, einmal eine Zucchini und verschiedene Kohlpflanzen mit Salate, so als kleine Mischkultur. Mal schauen, wenn es zu eng ist, dann wird es halt zu eng, wenn nicht, dann nicht. Der Johannisbeer, der ist auch jetzt schon wieder am Explodieren. Der wird auch immer größer, hier unten dann auch die Erdbeeren, die schön groß werden und dann auch Früchte tragen. Schon bald, manche haben schon Früchte, die zeige ich dann auch gleich. Ist ja richtig schön hier, schon die ersten Fruchtansätze dieses Jahr. Wird auch wieder einiges tragen. Schwarze Johannisbeere, auch eine sehr schöne Pflanze. Hier dann auch nochmal Palmkohl, Rosenkohl, auch hier mit reingesetzt. Hier habe ich ein paar Zwiebeln dieses Jahr, weil die Stelle halt ein bisschen schattiger ist und ich dachte mir, dass die Kultur dann etwas einfacher ist, da auszupflanzen. Richtig schön sind ja jetzt auch die ersten Frühjahrsfeigen. Der trägt jetzt dieses Jahr mal endlich ordentlich. Ich habe ihn die ganze Zeit in einem Topf kultiviert und jetzt erst im dritten Jahr hat er jetzt schon ein paar Feigen. Freue mich drauf. Vielleicht bildet er noch mal ein paar Herbstfeigchen. Dann darf ich mal die ersten frischen Feigen von mir naschen. Hier die Petersilie in dem Topf. Die glatte geht jetzt auch langsam in die Blüte. Werde ich dann auch einfach für die Bienen in die Blüte gehen lassen. Hier ist Mangold, der auch überall wild aufgegangen ist, den ich auch pikiert habe. Also wer da jetzt zum Beispiel Interesse hat an Mangold, da gebe ich gerne was weiter. Und eine wunderschöne Pflanze ist jetzt der rote Mangold, weil der halt wie rote Beete ist. Da kann man die Wurzel auch zum Beispiel mit ernten. Ich habe jetzt auch noch die letzten Zeiten, ist auch jetzt noch meine Süßkartoffel, die auch, eine etwas kleinere. Aber jetzt die letzte Zeit etwas aufgeräumt bei den Jungpflanzen, bisschen sortiert, weil alles so durcheinander war. Das sind jetzt noch meine ganzen Melonen, ungefähr 20 Stück noch, dass sie auch schön wachsen. Hier Staudensellerie, den werde ich dann hinten ins Hochbeet setzen, wenn ich den Salat abgeerntet habe. Hier auch noch mal ein bisschen Stangensellerie. Hier vorne auch noch mal so ein kleines Gemisch aus Bohnen und Stangensellerie und hier Palmkohl, also auch wieder Rosenkohl, Blumenkohl, so ein bisschen ein Mischmasch durchgemischt. Hier nochmal meine letzten Gurken, die werde ich vielleicht auch nochmal ins Hochbeet setzen, wenn ich die jetzt nicht ganz loswerde. Ein paar kann ich noch abgeben, wer Interesse hat. Und hier vorne auch nochmal ein paar Melonen. Denke ich, so viele Melonen, ich weiß gar nicht wohin mit den ganzen. Melonen werde ich mir auch was überlegen, also in meine Hochbeete zum Beispiel welche reinsetzen. Ob ich da jetzt so viele brauche oder nicht, muss ich auch noch schauen im Folientunnel, wie da die Schnecken da noch jetzt ein bisschen was anfressen oder nicht. Werde dann auch mal schauen, wo ich die dann hinsetze. Dann hier auch nochmal eine Süßkartoffel. Also ich habe noch 3 Stück, werde ich dann nochmal ein bisschen aufbereiten, wo ich die hinsetzen möchte. Hier nochmal 4 GT Okunosim Kürbisse, die habe ich zum Beispiel auf Telegram in meinem Profilbild, ist auch richtig schön, ein richtig schöner großer Kürbis, den werde ich dann bei mir auf den Kompost setzen und hier habe ich jetzt auch nochmal Kartoffeln mit reingesetzt und eine Feuerbohne, damit die da noch anhängen, ich habe noch 3 Stück und hier, das ist jetzt mein Gurkenbeet, da werde ich die auch nochmal an Tomatenhaken hier oben mit fixieren. Denen geht es hier auch jetzt nochmal richtig gut. Thank you.
Jetzt das kleine Update hier im Gewächshaus. Ich habe jetzt da die ganzen Tomaten, die kommen jetzt auch richtig gut. Wachsen ziemlich gut an, haben sich jetzt auch vom Schneckenfraß langsam erholt. Habe jetzt hier immer zwischendurch ein paar Bohnen, Buschbohnen mit reingesetzt. Das habe ich letztes Jahr auch gemacht, das hat ziemlich gut funktioniert. Muss man immer schauen, dass da genug Wasser mit dabei ist. Ein paar Schneckenschäden sind da auch mit dabei. Das ist eigentlich jetzt so nicht schlimm. Hier ein paar Auberginen, Paprika, auch immer eine Reihe Paprika Chili und dann eine Reihe zum Beispiel Auberginen. Das Interessante ist bei denen, die Pflanzen sind deshalb so groß, weil die beiden hat mein Vater überwintern lassen. Ich habe die jetzt einfach hier mit reingesetzt, er hat es geschafft. Haben wir auch zwar Spinnmilben bekommen und haben halt einen großen Schaden bekommen, aber er hat es geschafft, was ich sehr beeindruckend finde. Aber sonst schaue ich ja auch immer die ganzen Tüten, dass die Schnecken da nicht so viel abknabbern. Ist halt noch vom letzten Jahr und wegen dem Mulchmaterial haben sich da überall Schneckeneier mit rein versteckt. Und hier auch jetzt habe ich angefangen mit den ersten Kürbissen. Die GT Oconosim einfach auf dem Komposthaufen. Da wachsen die in der Regel auch ziemlich gut, da muss ich gar nichts machen. Und hier werden dann die anderen vier mit reinkommen. Dann muss ich noch ein bisschen Erde mit besorgen, dass ich dann hier das schon mal vorbereiten kann, wenn die Kürbisse größer sind, dass die dann da reinkommen. Jetzt noch einen kleinen Einblick von dem Vorgarten meiner Eltern. Hier kann man jetzt noch mal ein paar Blühpflanzen sehen. Hier Blühzwiebeln, Rhododendron in rosa und in weiß. Das ist eine Johannisbeere, die da dann Vogelwild aufgehen lassen hat. Jedenfalls, wenn dann hier gibt, ist halt die Blühvielfalt jetzt nicht so hoch. Liegt einfach daran, dass meine Eltern das vor 10 Jahren reingesetzt haben, haben Rhododendron gemacht, so diese paar Büsche immer so. Und dann auch noch den Lavendel, also 3, 4 Blühpflanzen. Und da wurde ich dann mal einmal kritisiert von jemandem, der dann gemeint hat, dass die Vielfalt hier sehr gering ist und mir dann die Schuld deswegen gegeben hat. Gebe ich ihm natürlich recht. Allerdings hat mein Vater die Büsche schon gesetzt und ich kann ihm einfach nicht sagen, ja, hauen wir die einfach raus und pflanzen da irgendwas Neues rein. Wird ihm jetzt weniger gefallen. Die Nachbarn zum Beispiel da drüben, die haben da einen Flieder, dass man da ein bisschen in Kooperation schaut, dass man da die Blütenvielfalt erhöht. Hier jetzt zum Beispiel Bärlauch hatte ich mit reingesetzt und hier überall Wilderdbeeren oder Walderdbeeren, die jetzt auch schon die ganze Zeit langsam springen. Hier auch und ich glaube da vorne, weiß nicht, ob man das sehen kann, das hier ist jetzt Oregano, also solche kleinen Pflanzen, die habe ich da schon mit reingesetzt, einfach für die Wildbienen, dass die halt auch was haben. Also dass hier für viele verschiedene Wildbienen auch mit angesiedelt werden. Auch den Rosmarin habe ich hier damals reingesetzt, damit ich halt so mit kleinen Pflanzen und einfach die Vielfalt erhöhe. Dieses Chaos hier werde ich wahrscheinlich im nächsten Video einfach mal ein bisschen durchgehend besprechen. Das sind so ein paar tropische Pflanzen, noch ein paar Selbstversuche mit dabei. Also wer da Interesse hat, könnt ihr gerne was in die Kommentare schreiben. Werden die jetzt ein bisschen an die Sonne gewöhnen bzw. abhärten lassen. Bildet auch schon hier sehr schöne Früchte. Freut mich. Und ja, da werde ich dann einfach vielleicht im nächsten Video einfach mal näher drauf eingehen. Hier in der Ecke sind jetzt die ältesten Erdbeeren, die ich habe. Die tragen jetzt auch schon gut Früchte. Ich brauche jetzt nur ein paar Wochen, bis sie einigermaßen ausreifen können bzw. ausreifen dürfen. Und mal schauen, wie dann die Schnecken da auch versuchen, dann die Pflanzen zu fressen. Hier auch ein bisschen Oregano, Knoblauch, ein paar Erdbeeren, die Johannisbeere. Und hier ist ja das große Erdbeerbeet mit Knoblauch als Mischkulturpartner. Kann man jetzt ziemlich gut sehen. Hier sieht man auch überall die Blüten von den Erdbeeren nur noch bestäuben und dann kann mal die gute Erdbeerernte dann auch mal langsam beginnen in ein paar Wochen. Freue mich da schon richtig. Also da wird dann die ganze Zeit etwas genascht. Boah, Erdbeeren. Und hier haben wir jetzt auch ein paar Bambusstäbe an die Himbeere gesetzt, damit die ein bisschen fixierter ist. Jetzt bekommt ihr auch schon ein paar Früchte und Blüten. Ist eine Hybridsorte, ist eine Frühjahrs- und eine Herbsthimbeere.
Hier jetzt nochmal ein Wunder der Natur. Hier könnt ihr jetzt gerade zum Beispiel eine Ameise sehen, die sich verheddert hat in einem Spinnweben von den ganz kleinen Spinnen hier. Da hat sich hier anscheinend eine Spinne, hat hier Eier gelegt in die Erdbeere. Keine Ahnung, was das jetzt für eine Rasse jetzt genau ist. Kann ich jetzt so nicht sagen, aber ich finde es sehr interessant, wie die sich da jetzt so in den Blättern formatieren. Falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen, Kanal kostenlos abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken, werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerne auch Freunden, Bekannten, Familie von mir und meinem Projekt erzählen, dieses Video auch gerne in Social Media Plattformen teilen, das hilft mir auch sehr. Und auch unten in die Kommentare schreiben, welche Projekte ihr gerade momentan im Garten habt, was ihr ausgepflanzt habt. Gerne können wir da in so eine kleine Diskussionsrunde locker und einfach reingehen. Und sonst weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar angepinnt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, aber wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.